Sprechen wir über diese wieder aufgeflammte Diskussion mit dem USA-Experten Julius Vandela, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Morgen. Wer oder was kann die NRA in die Schranken weisen? Ich glaube, das können nur die Wählerinnen und Wähler in den nächsten Kongresswahlen machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Die Republikaner kontrollieren im Moment das Unterhaus und den Senat. Die einzige Möglichkeit, um wirklich schärfere Waffenregulatorien durchzusetzen, ist natürlich, dass die Demokraten zurück an die Macht kommen und dann natürlich auch Gesetze durchsetzen können. Eine Veränderung im Denken, erwarten Sie die? Das Denken ist natürlich fest einzementiert. Der zweite Zusatz an die Verfassung ist natürlich fest einzementiert. Insofern, das Interessante ist, nach Sandy Hook, nach dem letzten Attentat auch dort an der Grundschule, ist ein Großteil der Amerikaner, damals bis zu 80% der Amerikaner, der Meinung, man müsste diese Waffengesetze deutlich verschärfen. Im Moment sind es 55% der Amerikaner und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Tagen hochgehen wird. Insofern, es ist eine Mehrheit da, die Waffen zu regulieren. Und nichtsdestotrotz, die Waffenlobby, die NRA, wir haben es eben gerade gehört, ist wahnsinnig stark mit 5 Millionen Mitgliedern, extrem gut finanziell ausgestattet. Und die setzt natürlich auch Politiker unter Druck, so zu handeln, dass die Waffen meistens dereguliert bleiben. Was wir sehen, sind aber auch immer mehr Prominente. Jimmy Kimmel, Late Show Host, der mit einer sehr emotionalen Ansprache sich geäußert hat. Und, was ich fast noch spannender fand, einer der Musiker dieses Festivals, selber eigentlich jemand, ein Verfechter des Second Amendment bislang gewesen, der sich im Nachgang gemeldet hat und gesagt hat, wir hatten Waffen dabei. Wir hatten sie im Bus, sie haben uns aber nichts genutzt, weil das ist ja immer die Argumentation, die da kommt. Kann es sein, dass durch diese Prominenten und auch solche, die sich abwenden vom Second Amendment, irgendwas in Gang gesetzt wird? Ich glaube, dass es Zeit ist, dass Prominente wie Jimmy Kimmel oder eben auch Musiker ihre Plattform nutzen. Und das haben wir so in der Vergangenheit nicht gesehen. Wir haben das gesehen in der Gesundheitsreformdebatte, wo Jimmy Kimmel auch sehr, sehr aktiv geworden ist und die letzten Versuche der Republikaner auch gekippt hat, die Gesundheitsreform durchzusetzen. Insofern, mehr Prominente im Endeffekt ergreifen natürlich auch die Initiative. Aber nochmal, Prominente können ihre Plattform nutzen und können natürlich auch durchaus lautstark argumentieren. Wichtig ist es, was passiert im November 2018, wenn gewählt wird. Nur so können auch Gesetze umgesetzt werden. Schauen wir vielleicht noch mal auf die Gesetzgebung, nämlich auf die des Bundes, die Federal Laws, aber eben auch die einzelnen Bundesstaaten. Wie kann man das zusammenbringen, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen an die Waffengesetzgebung ran? Richtig, es ist ein bisschen im Endeffekt wie das föderale System, das wir auch in Deutschland mit Blick auf Bildung haben. Die Bundesstaaten können ihre eigenen Waffengesetze durchsetzen. Und da gibt es eine enorme Diskrepanz, zum Beispiel, was wir in Nevada sehen, wo Las Vegas liegt, oder eben auch in Bundesstaaten wie New York. Insofern, die Diskrepanz ist gigantisch. Jetzt darf man nur nicht vergessen, 50 Bundesstaaten, 50 unterschiedliche Gesetze und die Republikaner sind immer schnell zu sagen, schaut doch einfach in den Bundesstaat Illinois, dort wo Chicago liegt. Das ist einer der Bundesstaaten mit den härtesten Waffenregulatorien und trotzdem gibt es dort 4000 Tote jedes Jahr. Insofern, warum liegt das falsch und warum funktioniert das nicht? Ganz einfach, die Leute fahren einfach mit dem Auto über die Bundesstaatsgrenze rüber nach Indiana, kaufen sich dort die Sturmgewehre, die eigentlich nur auf dem Schlachtfeld was verloren haben und kommen zurück und nutzen die natürlich auch. Insofern, es muss national adressiert werden und das müsste in Washington passieren. Aber nochmal, ich will die Hoffnung nicht dazu groß werden lassen, auch wenn das jetzt wieder hier ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis war. Die Republikaner, vor allem eben die Waffenlobby, ist extrem mächtig und es wird wirklich eine große Anstrengung benutzen, um diese Waffengesetze nur einzuschränken. Die ganze Regulation aufzulösen, glaube ich, ist nicht möglich. Herr Vandela, danke schön für die Einordnung. Gerne.